Damit geht's jetzt abwärts mit Downhill-Rollern von der Bergstation runter ins Tal. Im Sommer am Schauinsland ein absolutes Muss, hat man mir gesagt. Na dann. Und das sind die? Das sind die Roller, genau. Okay, Roller, also so eine Mischung aus Mountainbike und nur keine Pedale. Ja, nee, die bleiben weg. Aber dann bremst es auch nicht so sehr. Aber Bremsen gibt es, da bin ich beruhigt. Das sind Scheibenbremsen, ich greife griffig zu. Ja. Okay, also dann höre ich einfach brav zu, was du sagst. Und genau, dann geht's los. Gut. Ja. Tschüss. Wo geht's lang? Wie funktioniert der Roller? Und worauf muss man achten? Falls es brenzlig werden sollte, empfiehlt es sich schwerpunktmäßig eher die Hinterradbremse zu bedienen, so ein blockierendes. Alex Siegel war viele Jahre Profi-Rennradfahrer. Was liebst du daran, auch gerade hier das zu machen und so? Man ist erstens draußen, man hat mit Menschen zu tun, mit unterschiedlichsten Menschen. Also sind jetzt hier auch Engländer und Touristen aus Israel dabei. Und denen muss ich jetzt dann auch Englisch noch was erzählen, dass die genauso sicher runterkommen wie die mich verstanden haben. Trotz sommerlicher Temperaturen rät Alex zu Jacke und langen Hosen, außerdem Ellenbogen- und Knieschoner plus Helm. Denn Stürze sind keine Seltenheit und auf den Schotterwegen kann das böse Schürfwunden geben. Nicht gerade vertrauenserweckend. Habt ihr Angst ein bisschen oder? Nö. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Aktion werden. Wo kommen Sie her? Israel. Oh, far away. Wie sind Sie denn auf den Schwarzwald gekommen? Black Forest. Wir haben gehört, es wäre schön hier, also sind wir hergekommen und haben viel Spaß. Das haben wir jetzt hoffentlich auch. 8 Kilometer Schotterpiste liegen vor uns, teilweise ganz schön steil. Holprig, steinig. Also nichts für Ungeübte, kann ich nur sagen. Alex fährt, wie er so schön sagt, als Besenwagen hinterher, damit er im Notfall helfen kann, falls sich jemand überfordert fühlt. Aber wir schlagen uns wacker. Na, ist in Ordnung? Ja. Macht Spaß? Macht total Spaß, aber ist auch echt tough, muss ich sagen. Also nichts für Angsthasen. Wie oft bist du denn die Strecke schon gefahren? Das ist jetzt gerade so das exakt 666. Mal. Was für ein Jubiläum! Und ich darf dabei sein. In 6 Jahren, ja. Immer die Suche nach der perfekten Linie wahrscheinlich. Sozusagen, jede Fahrt. Manchmal geht es auch schief. Bist du schon mal richtig schlimm gestürzt? Das ist noch nicht allzu lange her. Vor ein paar Wochen hat es mich mal wieder gekostet. Alle 150 Fahrten jetzt im Schnitt. Leckt es mich dann doch auf. Das geht. Ja. Also dann macht der Helm absolut Sinn, würde ich sagen. Weiter geht's. Ich folge dir. Okay. Die zweite Etappe ist deutlich leichter. Und bietet herrliche Landschaft. Nach gut 30 Minuten erreiche ich die Talstation. Ganz schön K.O. Wie hat es euch denn gefallen? Super. Ja? Super. Ist auch ein bisschen anstrengend, ja, aber optimal. Und wenn so große Steine sind, kann man da drüber schanzen. Das fand ich am besten. Ja. Erst einiges später erscheint auch Alex. Ich bin hinter etwas vorsichtigeren dann hängen geblieben. Okay. Denen habe ich jetzt meine Nummer gegeben. Falls was ist, dann können sie mich noch mal anrufen. Okay. Dann können wir dann von hier helfen. Die kämpfen jetzt noch auf den letzten Metern? Die sind jetzt noch unterwegs, ja. Okay, also es ist schon nicht immer so einfach für alle, gell? Und es ist anstrengend. Man kommt ins Schwitzen. Das kann man wohl sagen. Hat Spaß gemacht, aber ich brauche jetzt definitiv eine Dusche.